Hallihallo, Hallöle zu einer neuen Folge von Michis World of Bricks. Und zwar geht's weiter mit unserem Auto. So weit sind wir das letzte Mal gekommen. Dort werden wir jetzt weitermachen. Und unser Schlitzohr wartet hier auch schon. Könnt ihr hier sehen? So weit waren wir. Und dann geht's jetzt weiter. Viel ist es nicht mehr. Ich denke mal, dass wir jetzt damit dann den letzten haben werden. Und wir werden auch wollte ich denn jetzt sagen? Ja. Leckt mir noch an die Füße. Achso, ja, wir werden dann das Review gleichzeitig mitmachen. Und dann habe ich noch so ein kleines Manko, wenn man das so sagen kann. Aber das werde ich euch später zeigen. Das ist echt ein bisschen tricky. Das hier jetzt ist die Frage, wie klemmen die da runter hier aus? So. Ah, wie das von innen noch ein bisschen verstärkt wird, das noch. Ich wollte schon sagen, sonst wäre das ja echt hier so eine labbrige Angelegenheit gewesen. Das denke ich mal, wäre nicht im Sinne des Erfinders gewesen. Von daher. Ja, ich greife immer hier so ein bisschen vor, weil ich da die ganzen Sachen liegen, die ganzen geliehen habe. Ne? So. Massive Motorhaube. Guck an. Können wir sie dann schon mal da? Die sind echt, ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen? Ich weiß es nicht, die sind echt nicht schön, die Fliesen. Das ist auch kein Schmier, das sind echt Kratzer. Ja, so richtig aufklappen kann man die nachher so ohne weiteres nicht, ne? Bisschen weiter nach. Gesundheit, danke. Mhm.
Ja, so ist das Leben. Ernst, gemein und hoffnungslos. Hier wird jetzt einfach so noch. Achso, da habe ich die festgemacht. Ach, hier. Die Scheibe ist auch so zerkratzt, ey. Kommt jetzt die Frontscheibe. Entschuldigung. Ja, sieht doch schon ganz schicki aus, ne? Das neue Feuerdinger hier. Schnapp. Guck ich da denn jetzt drauf? Keine Ahnung. Dann gehört der da rein. Da gehört so ein Ding hin. So, war schon fast das Tagerdach fertig. Ne? Leute. Von heute. Einfach irgendwie nur zusammengestellt. Boah, meine Nase läuft, Leute. Nützt ja alles nichts. Ich muss mal eben kurz. Da mal was. Entschuldigung, aber muss sein. So, mein lieber Scholli, ey. So. Ja, die könnten ein bisschen besser.
nehme an, dass jetzt auf der anderen Seite das gleiche passiert. Und ha, was habe ich gesagt? Es passiert. Auf der anderen Seite das gleiche. Ich bin Hellseher. So. So. Geht schon, ne? So, jetzt machen wir so ein Ding. So ein Ding. Dann eine Fliese. So ein. Und ein so ein. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Ja, schmeiß weg. Naja, das ist nicht so schön gelöst, finde ich. Ach so. Jetzt kommen sie. Die Felgens. Schön finde ich ja, dass sie auch diese goldene Farbe haben, ne? Dieses Gold. Aber Gold ist das ja nicht. Ich weiß gar nicht, wie die Farbe heißt. So, dann
Hat er schon mal? Räder. Jetzt diese Fliesen hier, ne? Egal. Von der Seite sieht er echt gut aus. Ein bisschen haben wir, glaube ich, noch, ne? Wir müssen ja noch diese, was kann denn für die Stange sein, so. Und da. So, das gleiche auf der anderen Seite, ne? Die haben wir. Aber so eine schwarze ist die dann vielleicht runtergefallen. Sehe ich jetzt nicht. Also, uns fehlt hier so eine schwarze. Fehlt uns. Mal gucken. Die kriege ich jetzt natürlich so nicht. Natürlich jetzt blöd, dass dieser eine fehlt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall soll das, wenn dann so. Hallo. Warum? So. Gut. Irgendwie ist noch jede Menge übergeblieben.
Nämlich das hier alles ist übergeblieben. Und das, was ich brauche, ist nicht da. Eine so eine Schwatte. Aber was soll's, ne? So, jetzt wollen wir mal eben gucken. Ihr habt da eine Midowatt. Und zwar jenes welches. Jetzt muss ich nur gucken, wo die Dinger dann alle so dran geklebt werden. Gut, der Vogel kommt vorne drauf, das weiß ich. Bandit Trans M. Dann wollen wir da mal so ein paar Bildlackes gucken. Ob wir da nicht irgendwo also das Zeichen kommt schon mal nach vorne. Die beiden Bandits sind die. Kommt hier hinten trotzdem? Sehe ich gerade. Ja gut, dann wollen wir mal gucken, ne? Ob das denn alles so hinhaut, wie ich mir das denke. Also wir haben dieses Bandit. Ich habe nur einen, egal. Großartig anpacken darfst du das hier wirklich nicht. Was ich jetzt erstmal machen werde. Ich werde die wieder abmachen. So, ganz einfach. So. Dann haben wir den großen, großen Vogel. Dieses Zeichen wird.
da drauf. Haben wir auch. Die Kleinvögel. Da drauf. So. Twins M. Einmal da. Wir sind jetzt abgefahren. Ach gut. Vom Motor. Und einmal da. So. Wollen wir denn noch Bilder, wie er von hinten aussieht? Auf jeden Fall habe ich jetzt hier noch den anders. Thank you.
Jetzt ein Pontchen über, aber das packe ich jetzt mal alle Seite. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir hier nochmal den Motorhäubkes aufkriegen. Ihn da wieder irgendwie vorgesetzt kriegen. So, Leute. Da ist er nun fertig. Der Pontiac Trans Am von... Oh, warte, ich habe da noch vorne noch irgendwo... Ah, ne, habe ich nicht. Von Bandit. Das aussehen da. Da. So liegen. Türen. Ja. Echt nicht schlecht, wa? Würde ich einfach mal so behaupten. Jo, das war er. Weg. Bau, Spaß gemacht. Klemmkraft der Steine, supi. Einiges über. Und zwar... Das alles ist über. Die beiden Seitendeckel, wo allerdings eine fehlt, ist mir aber Schnurz, weil der Wagen bleibt offen, wie es sich gehört. Jo, dann wird er sich einreihen bei meinen anderen Autos. Ich muss sagen, er ist gelungen. Er ist wirklich gelungen. Bin zwar nicht so für Aufkleber, aber da dieses Auto ja sowieso bleibt, wie es ist. Und es ohne Aufkleber nicht wirken würde, mache ich es halt drauf. Alles in allem super Kiste. Kann auch noch mal von unten zeigen. Da sieht man nur noch der Lüfterrad. Die ja.
die Auspuffrohre. Wenn man jetzt den stehen hat, ich sag mal, so wird er ja stehen. Und dann sieht man es auch von der Seite ein wenig. Interieur. Alles supi. Gelungen vom Feinsten. Ja, dann würde ich auch sagen, war es das. Ich finde es auch schön, dass sie hier diese Türgriffe in Silber gemacht haben. Nicht dieses typische Grau, sondern wirklich in Silber. Das ist echt klasse. Ich würde sagen, wir sehen uns. Ich nehme euch mal ein bisschen hoch. Beim nächsten Mal. Bei meinem nächsten Modell. Ich habe so einiges noch rumstehen, was ich machen muss. Also, ich werde noch ein bisschen Bauspaß haben. Und für euch würde ich sagen, ciao, ciao, euer Michi.